So, was wir jetzt momentan in Europa erleben, das ist einfach Durcheinander. Durcheinander, warum sage ich das Durcheinander? Weil viele Veranstalter, die jetzt Kizomba-Festivals veranstalten, manche schreiben zum Beispiel Kies mit 2Z oder 3Z, manch sogar 4Z, ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Es klingt cool, aber gut, das ist alles nur Inspiration von Kizomba. Und dann der Hintergrund, was er sich versteckt, das ist der Name von Kizomba. Aber wenn man jetzt dahin geht, auf diesem Festival, man hört die DJs spielen keine Kizomba-Musik, die Tanzlehrer, die unterrichten auch keine Kizomba-Tanz. Also das ist jetzt sozusagen, das ist nur kommerzielle, würde ich jetzt sagen. Wenn du Veranstalter bist, Urban Kies zum Beispiel Festival veranstaltest, das ist nicht schlimm, schreibe da drauf in deine Plakate Urban Kies und dann fertig. Dann jeder weiß, dass okay, ich gehe dahin, weil ich Urban Kies Tanz lernen möchte und dann Urban Kies Musik auch tanzen möchte. So, wenn man zwei Arias hat, dann sollte man das auch machen, okay, Kizomba und Urban Kies und zwei Arias und lade auch die Lehrer, die kompetent sind, Kizomba unterrichten und dann DJs Musik auch spielen ein. Weil das geht darum, dass die Kunden oder die Besucher nicht durcheinander zu bringen, sozusagen. Heute sagst du, ah, das ist Kizomba und dann die Besucher gehen in einem anderen Festival, die finden etwas anders und die werden nicht wissen, also wo sie sind. Also ich glaube, wir müssen einfach ehrlicher sein, was wir anbieten, damit die Leute auch bei uns bleiben. Es gibt viele, die auch Urban Kies mögen, tanzen. Es gibt auch dieselbe Leute, die tanzen auch Kizomba. Das ist nicht schlimm. Aber wir müssen ehrlich sein, nicht sozusagen, ah ja, Kizomba, das ist das, aber dann stimmt die nicht. So,